Im Endeffekt ist der Rosenhandschuh eigentlich genau das gleiche wie ein Arbeitshandschuh. Genau wie bei jedem anderen Schutzhandschuh wird der Rosenhandschuh bei vielen Herstellern nach der Beanspruchbarkeit in verschiedene Klassen eingeteilt und es gibt bestimmte Nummernkombinationen, woraus zu erkennen ist, wie robust der Rosenhandschuh beim Arbeiten, Weiterreißen, Schnitten und Durchstechen ist. Leider sind viele der angebotenen Rosenhandschuhe nicht sehr strapazierfähig. Meistens sind die Textilien des Rosenhandschuhs sehr dünn, was zwar gut ist, weil es dagegen hilft, dass man zu viel schwitzt, aber die Rosenhandschuhe reißen dann auch sehr schnell. Ist der Rosenhandschuh aus Leder oder hat Fell innen im Handschuh, hat die Hand im Handschuh einen sehr guten Halt. Es gibt beim Rosenhandschuh oft auf eine Kunststoffschicht auf der Innenseite, sodass die Seite, mit der man zupackt, nicht feucht und nicht so schnell durchgestochen wird. Es gibt spezielle Kunststofffasern oder auch Latex dafür, dass die Dornen am Rosenhandschuh nicht so viel Schaden anrichten. Dabei ist ein dickerer Rosenhandschuh aus Leder zu empfehlen, weil dieser sehr robust ist. Es gibt auch sehr gute Spezialprodukte, die neben dem üblichen Standard-Rosenhandschuh zum Beispiel lange Stulpen haben, die über die Handgelenke gehen oder auch die Unterarme schützen. Das macht besonders Sinn, wenn man Sträucher oder Rosen schneidet oder wenn man beim Arbeiten im Teich wasserdichte Handschuhe benötigt. Es gibt auch dick gepolsterte Rosenhandschuhe, mit denen keine Schwielen auftreten, wenn man mit schwerem Gerät arbeitet. Die von uns getesteten und für gut gefundenen Produkte findest du nachfolgend aufgelistet. Der Rosenhandschuh in verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Viel Spaß beim Stöbern!